Mario als Matrose, als Tänzer oder doch lieber als Zirkusclown? Welcher Beruf passt zu Mario am besten? Und wird er etwas finden, was ihm Spaß macht? Ja, endlich geht's los! Ich werde heute mit meinen Freunden ein tolles Abenteuer erleben und Spiele spielen! Wuhu! Yay! Prinzessin Peach wartet schon auf mich, denn jetzt werden wir gemeinsam Abenteuer erleben. Vielleicht werden wir Fahrrad fahren, vielleicht Fußball spielen, vielleicht auch Seilspringen. Irgendwas Lustiges denken wir uns gleich mal aus. Prinzessin Peach, da bin ich auch schon. Hey, huhu. Hey, Mario, was machst du denn hier? Ich dachte, wir können jetzt was spielen. Hast du Lust? Oh, tut mir leid, aber ich muss gleich in die Werkstatt. Warum in die Werkstatt? Naja, ich muss ein Auto reparieren. Du weißt doch, das ist mein Beruf. Oh, okay, ja, dann komme ich eben ein andermal. Viel Spaß und bis später. Dann frage ich doch einfach mal einen Toad. Hier laufen so viele Toads rum. Vielleicht der Blaue, genau. Ich werde mit ihm jetzt was spielen. Hey, blauer Toad, hast du Zeit und Lust, mit mir was zu spielen? Oh, Mario, ey, tut mir leid, ich kann leider nicht. Warum denn nicht? Naja, ich arbeite gerade. Ich bin Fremdenführer. Und es kommen ganz viele internationale Touristen ins Pilzkönigreich. Oh, okay, naja. Trotzdem danke und viel Spaß. Danke, Mario. Tschüss. Vielleicht hat ja Luigi Zeit. Luigi ist mein Bruder und der hat doch immer Zeit für mich. Hey Luigi! Hey Mario, na, alles gut? Ja, alles bestens. Hast du Lust mit mir etwas zu spielen? Oh, super gerne, aber ich kann leider nicht. Warum denn nicht? Nun, ich muss zu meiner Schicht. Du weißt doch, ich bin doch Bauarbeiter und wir müssen gerade ganz viele Häuser bauen. Oh, ach so, schade. Musst du denn nicht zur Arbeit? Nein. Warum nicht? Hast du heute frei? Ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht, was ich werden möchte. Ach, so ist das. Mach doch beruflich einfach das, was dir am meisten Spaß macht. Was macht mir denn am meisten Spaß? Ah, hey, ich mache gerne Sport. Vielleicht könnte ich ja irgendeine Sportart beruflich ausüben. Genau, probier's doch mal aus. Danke, Luigi. Dann probiere ich mal den Beruf Fußballer aus. Okay, ich bin der Torwart. Und ihr drei werdet niemals ein Tor schießen können, denn ich bin super sportlich. Hey, Moment mal. Ist ja ein Kinderspiel. Oh ja, du sagst es, Mario. Hey, das ist kein Kinderspiel. Oh, okay, ich glaube, irgendwie bin ich doch nicht so gut darin. Vielleicht sollte ich doch kein Fußballer werden. Nee, ich darf jetzt nicht aufgeben. Ah, komm schon. Ich halte jetzt noch ein paar Bälle. Oh nein. Das ging schneller als gedacht. Ich sollte eine andere Sportart ausprobieren. Ich könnte ja als Rennfahrer Karriere machen. Das kann ich besonders gut. Ich bin... Oh nein, das gibt's ja nicht. Ey, stopp. Halt. Ich werde ein berühmter Rennfahrer. Oh, Vorsicht. Das ist, glaube ich, ein toller Beruf. Ah... Ist gar nicht mal so einfach, um die Kurven zu kommen. Ach, Herrjemini, das ist echt verrückt. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Wir hatten die Banane dahingelegt. Oh, Teppichtörtchen. Nicht übers Gras fahren. Nein. Die Piranha-Pflanze ist im Weg. Geh doch mal zur Seite. Das gibt's ja nicht. Ich werd noch verrückt. Jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst habe ich gar keine Chance. Ich bin immer hier auf dem letzten Platz. Und das läuft ja gut. Jetzt bin ich auch richtig schnell unterwegs. Und wow. Nein. Oh, nee. Okay. Oh, nein. Das war ja auch falsch. Okay, wisst ihr was? Mir reicht's. Ich glaube, ich möchte kein Rennfahrer werden. Probieren wir lieber eine andere Sportart aus. Okay, ich werde jetzt berühmter Golfer. Das werde ich beruflich machen. Das kann ich ziemlich gut. Wow, was für ein Bananenschuss. Oh, aber es hat irgendwie funktioniert. Das war doch schon mal ein erster guter Schlag. Machen wir das gleich hier auf dieser Seite. Und dann lochen wir ein. Und... knapp vorbei. Sehr knapp, nicht wirklich. Aber jetzt treffe ich. Nein! Jetzt aber. Immer noch nicht.
Oh nein, ich glaube, Golfer werde ich auch nicht. Oh, Sportarten liegen mir überhaupt nicht. Vielleicht sollte ich mich lieber vom Sport wegbewegen und beruflich etwas ganz anderes machen. Aber was? Hey Mario, komm mal rüber. Hä, Toady? Was ist denn los? Ich habe gehört, dass du einen Beruf suchst. Ja, hast du vielleicht etwas Passendes für mich? Ja, du könntest doch Gärtner sein. Als Gärtner soll ich arbeiten? Ja, das ist ein toller Beruf. Und du beschäftigst dich viel mit der Natur. Na gut, ich kann's ja mal probieren. Okay, die Aufgabe lautet, bewässer die Pflanze. Ja, das sollte doch gar nicht mal so schwer sein. Boah, da muss man aber kräftig pumpen. Boah, das ist nicht einfach. Okay. Aber ich glaube, das liegt mir. Das ist ein guter Beruf für mich. Ich möchte als Gärtner arbeiten. Das ist mein neuer Traumberuf. Denke ich zumindest. Okay, und weiter. Ey, wartet, ich bin doch noch gar nicht fertig. Oh nee, ich glaube, das liegt mir auch nicht. Ich möchte irgendwas anderes machen. Was könnte ich denn beruflich noch machen? Wasser. Moment mal. Wasser, genau. Ich könnte doch als Fischer arbeiten. Lasst uns angeln. Hier auf dem offenen Meer gibt es wunderbare Seeschlangen. Und ich denke, dass wir hier gut arbeiten können. So, dann will ich mal zeigen, wie gut ich als Fischer arbeiten kann. So, an der Nordseeküste bin ich mit meinem Kutter unterwegs oder mit meiner Wolke, wie auch immer. Ich finde schon was. Das sollte doch gar nicht so schwer sein. Einfach die Angel auswerfen und eine Seeschlange fangen. Warum klappt das denn nicht? Ich dachte, der Beruf wäre voll einfach, aber irgendwie gelingt mir das nicht. Na komm schon, ich kann doch nicht sein, dass ich jetzt der Letzte bin. Oh nein, jetzt komm schon, irgendwas muss doch anbeißen. Jetzt, hier. Das ist ein guter Punkt. Oh, immer noch nicht. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Mein Chef wird sauer auf mich sein. Ich kann einfach nichts fangen. Oh Mann, oh. Oh nein, schon wieder vermasselt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich glaube, der Beruf als Angler, als Fischer, ist auch nicht so meins. Och nee, das ärgert mich jetzt. Okay, ich mache was anderes. Ich könnte doch als Reinigungskraft arbeiten. Genau. Ich mache das direkt hier auf der Hotelanlage. Man muss ja auch die Zimmer reinigen und alles schön halten, damit es die Gäste gemütlich haben. Das ist ein guter Beruf. Oh, sag mir, dass mein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fähig aus. Bitte putze alles. Ja, kein Problem. Ja, das ist doch ein Kinderspiel. Putzen macht Spaß, alles ist schön sauber, riecht auch toll und das ist doch ein toller Beruf. So, ja, Luigi wird stolz auf mich sein, denn das Putzen, das fällt mir gar nicht so schwer. Hey, was soll das denn jetzt? Hey, ich putze hier gerade. Ja, das sieht gefährlich aus. Wow, hey, nein. Nein, stopp, ich bin doch hier nur zum Putzen gekommen. Wow, oi. Ich glaube, das Leben als Reinigungskraft ist alles andere als einfach. Das gibt's ja nicht. So, jetzt hier drüben. Oh, nein. Wow. Oh, nein. Stopp. Bitte nicht. Oh, nein. Ich habe so das Gefühl, dass ich keinen Beruf so richtig gut kann. Hey, Mario. Hey, Toady. Alles okay? Ja, aber bei dir nicht, oder? Nee, ganz und gar nicht. Ich finde einfach keinen passenden Job, keinen passenden Beruf. Du könntest ja bei uns in der Konditorei anfangen. Wir backen tolle Torten. Vielleicht wäre das ja was für dich. Komm, probier's doch einfach mal. Na gut, Toad. Vielleicht ist es ja wirklich ein toller Beruf. Also, hier haben wir das Fundament. Und meine Kollegin und Mitarbeiterin Rosalina legt die Erdbeere drauf. Hä, wir machen das ganz gut. Finde ich auch, Mario. Super. Okay, und die Torte drauf. Die Erdbeere als Kür. Sehr schön. So, zack.
Das läuft wie am Schnürchen. Guck mal, wie gut wir das machen, Rosalina. Schön, dass du bei uns angefangen hast. Wir sind echt ein tolles Team. Das kannst du laut sagen. Wir haben 11 Torten geschafft. Oh, wir sind super. Irgendwie habe ich jetzt Lust, eine kleine Essensschlacht zu machen. Guck mal, haha, das sind unsere Gäste. Komm, wir machen jetzt eine Essensschlacht. Ja, sehr schön. Hier, bitteschön. Leckere Pastete und Torten und Kuchen, alles Mögliche. Haha, schön auf den Hammerbruder drauf. Und da auf Aloisi. Ja, 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 nicht schlecht, nicht schlecht. Boah, der ganze Teppich ist ja schon dreckig. Weiter geht's, weiter geht's. Ah, ich habe noch mehr Kuchen, bitte. Sehr schön. Vorsicht, Vorsicht, Monty. Nimm dich in Acht. Der Hammerbruder und Waluigi sind echt nicht ohne. Ja, euch erwische ich noch. Ja, ganz und gar nicht, Waluigi. Wir haben es geschafft. Wir haben die meisten Treffer gelandet. Yay, super. Wuhu. Mario, du bist gefeuert. Was? Aber ich habe doch die ganzen Torten gemacht. Ja, und danach eine Essensschlacht veranstaltet. Ich werfe dich raus. Du sollst ja einen neuen Job suchen. Los, verzieh dich. Ja, 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 okay, okay, ich gehe ja schon. Oh nein. Wisst ihr was? Ich glaube, dass kein Beruf auf der Welt jemals zu mir passen wird. Es gibt einfach rein gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ich mal werden möchte. Hey Mario, was ist denn los? Ach Luigi, ich habe so viele Berufe ausprobiert. Und nichts gelingt. Es passt einfach gar nichts. Tut mir leid, Mario. Hast du vielleicht Lust, wie ich als Bauarbeiter zu arbeiten? Du kannst viele tolle Sachen bauen und bist am Ende des Tages sehr, sehr stolz auf dich. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Was muss ich tun? Als erste Aufgabe müsstest du nur ein paar graue Blöcke entfernen. Und das mit dem Hammer. Kriegst du das hin? Ja, das sollte funktionieren. Los geht's. Okay, also das ist das Schloss. Und da oben sind graue Blöcke. Okay, okay, ich verstehe schon. Gar nicht so schwer. Erstmal brauche ich ein paar Mario-Blöcke, ein paar Mario-Kisten, um nach oben zu kommen. Und jetzt muss ich die grauen Blöcke entfernen. Kleinen Moment. So, und jetzt mit Anlauf. Oh, upsala. Okay, ist gar nicht so einfach, aber immerhin ist es mein erster Tag als Bauarbeiter. Also, auf ein neues. Jetzt Anlauf nehmen, nach oben und so, ja, so funktioniert das. Jetzt muss ich hier einfach nur die grauen Blöcke entfernen, damit das Schloss wieder symmetrisch ist. Also links und rechts sieht es genauso aus. Ja, sieht doch schön aus, oder? Ja, das ist mir gelungen. Klasse. Dann habe ich somit meine erste Aufgabe erfolgreich erledigt. Oh, ich bin stolz auf mich. Hä? Was ist das für ein komischer Schalter? Ich sollte ihn mal aktivieren. Mal sehen, was dann passiert. Und? Ein P-Schalter? Ich drücke ihn mal. Wow, ganz viele Münzen. Ist das etwa der Lohn? Ist das mein Gehalt, den ich bekomme, wenn ich als Bauarbeiter arbeite? Oh nein, ich habe das ganze Schloss kaputt gemacht. Oh nein, das gibt's nicht. Luigi wird sauer auf mich sein. Hey, raus aus meinem Haus. Oh, Entschuldigung, liebe Maus, das tut mir leid, ich gehe ja schon. Ach, Herr Jemine, was ist denn hier gerade passiert? Hey Mario, was ist denn hier los? Was hast du mit dem Schloss gemacht? Oh, Luigi, das tut mir so leid. Da war ein P-Schalter und ganz viele Münzen und... Ja, ja, ja. Deine Ausreden mal wieder. Komm, du kriegst jetzt eine neue Aufgabe. Und diesmal strengst du dich an und machst keine Fehler mehr. Komm mit. Ja, okay, Luigi, ich komm ja schon. Na gut, meine Aufgabe besteht darin, die Dächer der Häuser zu überprüfen. Das ist doch kein Problem. Das schaffe ich schnell. Ich soll nur gucken, ob sie stabil sind, aber ja, das sieht gut aus. Wetterfest. Egal wie stark der Sturm ist, kein Dach wird fortgerissen. Hä? Hey, das sind Koopas. Hey, geht raus, das sind die Häuser von den Toadies. Raus. Ah, die Tür ist verschlossen. Das gibt's ja nicht. Oh Mann, mach die Tür auf. Moment. Mit dem Schalter müsste die Tür aufgehen, oder? Jetzt. Immer noch nicht. Na gut, dann muss ich meinen Hammer verwenden, um in das Haus zu kommen. Hey, du böser Koopa. Wo bist du? Hä? Wo ist er denn hin? Ah, der ist in den Keller gegangen. Hier bist du ja. Hab ich dich. Haha.
Raus hier! Und da drüben ist noch ein Cooper. Das ist das Haus von einem Toad. Alle raus mit euch! So, das müsste jetzt erledigt sein. Puh, zum Glück. Hä? Da vorne im Garten. Da vorne im Garten. Da ist noch ein Cooper. Weg mit euch! Puh, ich hab das Haus der Toads gerettet. Aber, oh, oh. Dabei habe ich irgendwie das ganze Haus kaputt gemacht. Oh nein! Hey Mario, was hast du denn jetzt schon wieder angerichtet? Du hattest nur eine einzige Aufgabe. Oh Luigi, ich weiß. Ich sollte nur die Dächer überprüfen, aber da waren so viele Koopas. Das sind doch die Häuser der Koopas. Was? Ach so, die wohnen hier drin? Oh, das ist mir aber peinlich. Oh nein, ich schäme mich so sehr dafür. Ich kann einfach nichts richtig machen. Mario, jetzt komm mal her. Ich mach nichts richtig. Ich weiß nicht, was ich später mal werden möchte. Mario, es tut mir leid. Ich wollte nicht so gemein zu dir sein. Weißt du, es ist nur wichtig, dass man seine Aufgaben richtig meistert. Und ich muss zugeben, Fehler gehören dazu. Und das ist okay, dass du Fehler machst. Deswegen wollte ich mich nochmals entschuldigen. Tut mir leid. Ach, alles okay, Luigi. Ich suche mir einfach einen anderen Beruf. Nein, Mario, das sollst du auch nicht. Ich habe doch gesehen, dass du Spaß hattest. Und du darfst niemals aufgeben. Du weißt das doch. Die Katzen-Community gibt niemals auf. Bleib geduldig und stark. Du hast recht, Luigi. Auch wenn ich Fehler mache, ich bleibe dran und werde es wieder versuchen. Das ist eine tolle Einstellung. Okay, lass uns einfach zusammen das Haus wieder aufbauen. Luigi, genau das machen wir. Okay, Mario, dann komm mal hier rüber. Ich zeig dir, wie wir das machen. Du siehst ja diese Lücken. Und diese Lücken füllen wir jetzt mit unseren Baukästen, okay? So, und zack. Hast du das gesehen? Das ist ganz einfach. So, du machst es jetzt da oben und ich mach das hier unten links fertig. In Ordnung? Okay, Luigi. Dann fangen wir mal an. Ja, nur zu zweit kommt man weit. Sehr gut gemacht. Komm, komm, nicht aufgeben. Du machst es super. Okay. Hat doch besser geklappt, als ich dachte. So, jetzt pass auf. Jetzt fülle ich das hier noch aus. Und dann machst du noch zum Schluss die Rückwand des Hauses. Also die Wand hinten zum Garten raus. Okay, ich zeig dir, wie ich das mache. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Sag mal, wie du das jetzt ausfüllst. So, ein Kasten, der zweite Kasten, der dritte, der vierte und zu guter Letzt der fünfte. Mario, das hast du super gemacht. Ich bin stolz auf dich. Oh, Luigi, vielen Dank, dass du an mich geglaubt hast. Klasse Beruf. Oh, kennt ihr schon die Geschichte, in der Mario als Lehrer arbeitet? Tippt einfach auf dieses Video hier. Bleibt katztastisch.